Lehne. Das Problem, ich darf nur drei Begleiter zulassen. Die drei habe ich. Ich bin auch da. Ich werde Wollners Worte probieren umzusetzen. Ich verspreche euch und garantiere euch, dass ich die richtigen Worte auch versuchen werde zu finden und euch aus dem Herzen zu sprechen und nicht den Faschismus zu unterstützen. Dagegen bin ich zu 100%. Ich verspreche euch, alles, was ich da drüben mache, mache ich aber auf meine eigene Verantwortung. Und keiner von euch, keiner, nicht ein einziger, nicht eine einzige Person soll davon einen Schaden tragen. Wenn, dann trage ich den Schaden zu 100% alleine. Jawohl! Okay? Es ist garantiert. Aber ich muss die Lanze brechen. Lasst uns probieren, ein paar Leute zu überzeugen, dass sie dort falsch stehen. Ich gehe rüber und kriege eigentlich das Kotzen. Ein Rat. Wir haben hier einen Verstärker. Ich kann mit Flüstern. Mit Flüstern kann ich sie viel besser überzeugen. Okay? Vertrau mir. Ich weiß, was ich sage. Flüsterton. Deutlich und zart. Okay, zwei Mann gehen mit. Fuhrt. Viel Glück. Okay, ich bin ehrlich, es hat mich Überwindung gekostet, hierher zu kommen, es hat mich Überwindung gekostet, vor euch zu stehen und es kostet mich Überwindung, auch diese Worte zu sagen, die ich zu sagen habe. In erster Linie möchte ich meine Rede damit eröffnen, indem ich euch eins sage. Ich bin hier in diesem Land geboren, ich bin hier in Berlin geboren, ich bin hier groß geworden, ich bin hier zur Schule gegangen. Ich bin aufgewachsen im Westteil der Stadt. Ich habe den Mauerfall miterlebt. Ich stand auch auf der Mauer. Ich habe gesehen, wie versucht wurde, eine Einheit zu schaffen. Und genau deswegen habe ich mir gesagt, es muss auch für mich als Migrant und als Moslem möglich sein, mit allen Menschen zu sprechen. Denn eigentlich gibt es gar keinen Unterschied zwischen uns. Ich sage euch, es gibt definitiv keinen Unterschied. Nur weil ich vielleicht schneller braun werde von der Sonne. Mein Gott, der eine kriegt einen Sonnenbrand, der andere kriegt nicht, der wird ein bisschen roter, so wie da. Ist alles kein Problem. Leute, das müssen wir alles akzeptieren. Wir müssen auch akzeptieren, dass wir miteinander leben möchten. Ich sage eins, ganz klipp und klar. Ich unterstütze keine Art von Faschismus. Ich kann mich auch nicht hinstellen und Schauspieler. Es ist mein Ernst. Ich kann es nicht. Damit habe ich meine Probleme, moralische. Aber ich weiß und ich bin mir zu 100% sicher, dass hier genug Menschen stehen, die Angst haben. Angst haben vor das Fremde. Ich kann euch sagen, ich bin da, ich bin zum Anfassen. Ich bin zum Reden und mit mir kann man diskutieren und sachlich sein. Wir können mit allen sprechen. Ich verspreche dir, wir können mit allen sprechen. Dazu gehört aber weniger Aggressivität und zu akzeptieren, dass es auch Muslime gibt in Deutschland. Es muss akzeptiert werden, dass Muslime hier leben. Der Islam soll nicht Teil von Deutschland sein, aber er wird automatisch mit zugehörig der Gesellschaft. Und das müsst ihr akzeptieren. Ihr könnt tun, wie ihr wollt. Ihr habt damit auch gar kein Problem. Ich weiß, dass es schwierig ist. Aber jetzt versetzt euch in meine Lage. In meiner Heimat bin ich genauso nicht akzeptiert. Und hier soll ich nicht akzeptiert sein. Aber wo gehöre ich denn hin? Wenn eine Kuh in einem Pferdestall geboren wird, ist es auch noch lange kein Pferd. Ich kann euch übertönen, denn ich habe das Mikrofon in der Hand. Und wenn ich hier stehe, bin ich gegen jegliche Art von Rassenhass. Von jeglicher Art von Rassenhass. Ich unterscheide nicht. Und das ist der Unterschied zwischen mir und meinen Kritikern. Ihr sollt lernen. Lernt miteinander umzugehen.
Lernt miteinander mit der Sache umzugehen. Lernt mit mir als Palästinenser zu sprechen. Und jetzt komme ich zu dem eigentlichen Teil. Denn ich habe es den Veranstaltern versprochen. Wir stehen 70 Jahre nach irgendeiner Befreiung hier. Befreiung hin, Befreiung her. Womit ich nicht konform bin, ist, wenn Leute herumrennen und sagen, nie wieder Faschismus in Deutschland und Europa. Dagegen halte ich, warum nur in Deutschland und Europa? Warum nicht nie wieder Faschismus überall auf der Welt? Warum rotten wir diesen Scheiß nicht aus? Mann, kein Mensch will irgendeinem Deutschen die Heimat wegnehmen. Jeder soll das Grundgesetz akzeptieren. Es gehört, sich zu integrieren und die Sprache zu lernen. Das muss alles, das gehört alles dazu. Ich als Palästinenser bin Vertriebener aus meiner Heimat und reiche Juden, Christen und allen die Hand. Auch hier kann ich wiederholen. David Sheen, Max Blumenthal, die jüdische Stimme in Berlin. Alle diese Menschen sind meine Freunde und auch ihr seid meine Freunde. Es ist so, wie es ist. Ich komme nicht hierher, weil wir Krieg haben. Ich komme hierher, um meine Hand zu reichen und euch sagen, wir wollen miteinander leben. Aber lasst es zu, dass wir miteinander reden. Redet miteinander und lasst uns die Differenzen aus der Welt schaffen, verdammt nochmal. Mann, es ist doch nicht so schwer. Wir atmen dieselbe Luft. Wir essen das verdammte selbe Essen zusammen. Wir gehen zusammen auf denselben Straßen. Und wir wollen uns differenzieren. Macht euch doch nicht zum Lacher. Wir gehen hier durch die Gegend. Europaweit, weltweit. Gucken Sie auf uns. Und wisst ihr was? Deutschland ist merkwürdigerweise eines der einzigen Länder auf dieser Welt, die eines noch nicht verstanden haben. Gemeinsam und nicht gegeneinander in drei Grüppchen. Die einen stehen hier am Hauptbahnhof, wir stehen mit der Friedensfusion dort und dort stehen irgendwelche Antifaschisten angeblich. Mich interessiert dieser Scheiß nicht. Gemeinsam. Jeder kritisiert die Politik. Ihr kritisiert Merkel und den Gauck. Ich kritisiere diesen Merkel und den Gauck auch. Aber ich streite mich nicht mit euch. Und ich bin nicht hier, um es in 5 Minuten zu erledigen. Aber ich lade euch ein, gemeinsam Brücken zu überwinden und gemeinsam dieselbe Sprache zu sprechen. Es ist nichts Böses. Ich will was Gutes, verdammt nochmal. Meint ihr, ich gehe los und hab Bock auf Krieg? Ich hab die Schnauze voll von Krieg. Meine Leute sterben täglich in Palästina. Täglich sterben die dort. Waffen sind scheiße. Und wer hat zu verantworten? Die da oben. Aber nein, wir schlagen uns die Birne ein. Leute, auch wenn euch nicht alles passt, aber ich als Palästinenser sage euch eins. Natürlich, ich bin bekennender Antizionist. Das bin ich. Aber wisst ihr auch warum? Weil der Zionismus ist nicht gleich Judentum. Und genau hier fängt es nämlich an. Hat mit der Jutta Ditfurth schon gestritten. Ein Artikel bekommen von ihr. Vielen Dank, Jutta. Aber ich kann euch eins sagen. Sie hat eine Stunde gebraucht, weil sie den Zionismus mit dem Judentum gleichstellen wollte. Ich stelle mich heute hin und sage zu euch, man untergräbt damit die wahre Identität des Juden. Das ist das Problem. Der Jude wird missbraucht vom Zionismus. Und das muss jeder verstehen. Genauso wie der Islam missbraucht wird von irgendeinem islamischen Staat. Diese Scheiße könnt ihr in einen Müllsack packen. Also, ich wiederhole meine Worte, weil es findet ja kein Ende. Ich bin ein bekennender Moslem. Du
Du kannst mir entgegenhalten, was du willst. Es gibt Kirchen, Synagogen und Moscheen, aber nicht alle sind radikal, Junge. Also, Leute, merkt euch eins. Stellt nicht die Religion in Vordergrund, stellt den Menschen in Vordergrund und hört auf, euch spalten zu lassen. Noch einmal, Ideologien sind scheiße. Freiheit für das palästinensische Volk und Freiheit auch für das deutsche Volk. Freiheit für alle Menschen dieser Welt. Und ich kürze das Ganze ab. Ich lade euch ein. Kommt darüber und hört euch unsere Message an. Lasst uns darüber sprechen und bekämpft das System. Das System, aber nicht die Minderheiten oder sonst wer. Kommt und redet mit mir. Ich habe eine breite Brust. Ich sag euch auch, warum ich eine breite Brust habe. Ich stelle mich hier hin, weil ich mir das traue, was ich hier tue. Ich sage eins. Wer von Juden, Christen oder Moslems hat den Arsch denn in der Hose, sich euch gegenüberzustellen? Keiner, weil sie feige Hunde sind. Weil ich dich aufklären möchte. Weil ich dir die Wahrheit sagen möchte. Weil ich dir sagen möchte, dass vieles falsch läuft. Dass wir dasselbe wollen. Und ich dich bestimmt nicht verweigere oder sage, dich gibt es nicht. Junge, ich will dir nicht Angst machen. Ich will dir deine Angst klauen. Ich bin mit dir zusammen einig. Wir dürfen uns nicht bekämpfen. Lass dich nicht instrumentalisieren. Lasst euch das nicht gefallen. Spaltet euch nicht. Wohin soll ich abhauen, Junge? Warum soll ich abhauen? Weil es dir nicht passt, dass ich gegen das System spreche und die Wahrheit sage? Leute, es ist risikoreich für uns alle. Aber ihr müsst lernen, miteinander zu reden. Wir müssen miteinander sprechen. Wo sollen denn die Leute hin? Bekämpft die Ursachen. Bekämpft die Ursache. Die Ursache ist schuld, Leute. Die Ursache. Hat das palästinensische Volk kein Recht auf Leben? Hab ich gesagt, richtig. Kann ich dir auch erklären, was ich damit meinte? Willst du wissen, was ich damit meinte? Okay, ich erkläre es euch. Ich erkläre euch, was ich gemeint habe mit... Eine positive Nachricht habe ich. Einige Leute, die wir rechts sehen, sind mitgekommen. Einige. Okay? Wir sind aber auch deswegen mitgekommen, weil einige Gestalten drüben ihr wahres Gesicht gezeigt haben. Und das ist genau der Punkt. Der Punkt ist, man muss die Schauspielerei auch mal aufdecken. Ich habe nicht viel geredet eigentlich, ich habe auch nicht viel gesprochen. Ich habe eigentlich nur dargestellt, dass ich ein Moslem bin, hier geboren bin und ich radikal bin und wir alle gemeinsam leben sollen. Und ich habe gesagt, dass auch wir Palästinenser ein Existenzrecht haben. Und dann ging das Buhen los. Dann weiß ich schon, wo der Hase losgeht. Es ist gut, dass es gefiltert worden ist und dass die Augen geöffnet worden sind. Einige haben es mitbekommen, glaubt es mir. Die werden auch nicht weit kommen. Die werden auch nicht weit kommen mit dieser Einstellung, indem sie zwischen uns allen differenzieren. Ich weiß auch nicht, wo das Problem ist, dass wir als Menschen gemeinsam stehen und die Ratte beim Namen nennen, die da stinkt. Das ist etwas, ganz ehrlich, ich habe jetzt zum Teil irgendwie so ein Feedback bekommen. Cool, dass du sachlich geblieben bist. Mann, dass du so ruhig geblieben bist. Ganz ehrlich, es bringt ja auch nichts. Was bringt denn Wut oder Aggression? Wenn der Gegenüber aggressiv wird, kann ich nur das Mikro wegnehmen, kurz innehalten, ihn anhören, seinen Frust und dann kann man probieren weiterzusprechen. Es bringt ja nichts, aber es hat sehr wohl was gebracht und auf das Video und auf die Schlagzeilen bin ich gespannt. Dafür habe ich mein Gesicht gerne hingehalten. Und ich sage euch, nach dieser Geschichte stehen wir hier nicht nur 20, 30, 40 Leute. So war ich hier stehe, ich bin mir sicher,
dass es ganz, ganz viele andere Menschen geben wird, die damit konform gehen, was wir haben. Schaut mal, da ist das Plakat. TTIP stoppen. 70 Jahre sind genug. Army, go home. Ja? Und genau dafür stehen wir ein. Mir ist doch scheißegal, Mensch, und wenn die Leute Steine anbeten. Solange die mir nichts tun, kann doch jeder anbeten, was er will. Wen interessiert denn das? Wen interessiert's? Mal ganz ehrlich. Ist doch scheißegal. Aber es ist ein Lernprozess. Und wir lernen alle. Auch ich lerne dazu und bin auch glücklich, das gesehen zu haben, was ich gesehen habe. Denn eins kann ich euch sagen, noch einmal, denen den Gefallen zu tun, mich zu instrumentalisieren und zu meinen, dass ich mich hinstelle und von irgendwelchen arischen Völkern spreche, dann haben sie sich bei Fuad Afana aber geirrt. Dafür bin ich der falsche Mann. Das tue ich nicht. Deswegen bin ich der Meinung, Wollner, hör mal zu hier, mach mal ein bisschen Partystimmung, gib die richtige Mucke und gib den Leuten gute Laune. Denn ich habe sie auch wenn ich mit einem Teil traurig bin, das gesehen zu haben. Ist schon verletzend für einen Migranten, das zu hören, der hier geboren ist.